Ja, liebe Anwesende, wir haben uns heute hier wie in jedem Jahr am 8. Mai 2017 zum Jahrestag, und diesmal ist es der 72. der Befreiung Deutschlands vom Faschismus getroffen, um derjenigen zu gedenken, die dieses Land befreit haben vom Faschismus, aber auch um der Opfer des Faschismus zu gedenken. Heute habe ich passend dazu in der Rheinzeitung Folgendes gelesen. Die haben in der Kulturseite immer so ein Kalenderblatt jeden Tag. Da kommen irgendwelche teils wirklich, ich sage jetzt mal unwichtigen Ereignisse, die als Jahrestag aufgelistet werden, aber auch wichtige Ereignisse. Es ist ja immer eine Frage des Standpunktes auch. Und für den heutigen Tag stand dort, ich zitiere wörtlich, Beendigung des Zweiten Weltkriegs durch Kapitulation der Wehrmacht. Und das zeigt eigentlich schon die bürgerliche Geisteshaltung auf. Die konträr zu unserer Geisteshaltung und zu unserer Ansicht zu dem heutigen Tag steht. Stichwort Befreiung habe ich schon gesagt, aber ich gehe mal auf diese bürgerliche Haltung ein. Das sind ja Gedankengänge, die auch implizieren, dass die Wehrmacht sozusagen die handelnde Person war, juristische Person war, weil sie eben kapituliert haben. Die historischen Ereignisse waren doch ein wenig anders. Es war so, dass sich die Siegermächte, also die Generalstäbe der Roten Armee, der US-Armee, der französischen Armee und der britischen Armee getroffen haben. Und die Wehrmacht war überhaupt zu diesem ersten Treffen gar nicht eingeladen. Die sind also da später erst dazugekommen und konnten ihre Kapitulationsurkunde übergeben. Und die Siegermächte haben sozusagen die erste gemeinsame Sitzung auf deutschem Boden gemacht, um über den Faschismus dann auch zu richten. Die Kapitulationsurkunde der Wehrmacht beinhaltete ausdrücklich das Wort bedingungslose Kapitulation. Und das implizierte dann in der weiteren Folge der Geschichte auch, dass das Deutsche Reich mit seinen Strukturen aufgehört hat zu existieren. Und jetzt mache ich einen ganz weiten Schlenker zur heutigen Zeit, Stichwort die sogenannten Reichsbürger, die für mich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, aber wenn sie so harmlos wären, wäre es ja gut, aber die sind ja nicht so harmlos. Was deren Gedankengut zugrunde liegt, ist ja, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 oder in welchen Grenzen auch immer weiter existiert und sie deswegen überhaupt keine Bürger der BRD sind und so weiter und so fort. Braucht man jetzt nicht alles an der Stelle hier zu wiederholen. Aber was man noch sagen muss, das sind diese Reichsbürger sind ja nicht nur die harten Nazis in ihrer Anschauung, sondern das sind ja auch Leute, die sagen, ach ja, eigentlich haben die recht. Stimmt eigentlich, es gibt ja überhaupt keinen Friedensvertrag und wir sind ja sozusagen eigentlich nie, wir sind ja besetzt und das Recht, das hier gilt, das ist alles nur auf Gnaden der Besatzungsmächte und so, ja. Aber an diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gutgläubigen Bürgerinnen und Bürger, da ist gerichtet, dass in dieser Urkunde, den der Keitel übergeben hat im Auftrag der Wehrmacht, drin steht bedingungslose Kapitulation. Und das heißt, dass die Struktur des Deutschen Reiches auch nicht mehr existieren. Es ist dann in der Folge auch der Staat Preußen beispielsweise als ja besonders militaristisch geprägter Landstrich. Und hier war auch Preußen in unserem Gebiet. Preußen ist nicht nur Berlin-Brandenburg. Ja? Preußen war ein ganz großes Bundesland.
oder ein ganz großes Land, Bundesland hat man damals ja noch nicht gesagt, also ein ganz großes Land innerhalb Deutschlands. Also Auflösung des Staates Preußen, da war ich stehen geblieben, ja. Und so ist eben, sind die Ländereien des Deutschen Reiches eben aufgelöst worden und neu geordnet worden. Und den harten Nazis, die unter den Reichsbürgern sind, denen kann man eh nicht mehr helfen. Die kann man auch nicht belehren, da, weil bei denen ist da die Ideologie und ist ganz feste im Hirn eingefahren. Aber die Gutgläubigen, mit denen kann man genau über diesen Ansatz bedingungslose Kapitulation diskutieren. Ja, das wollte ich zum heutigen Tag mal noch sagen, in aller Kürze. Ansonsten, wenn der geneigte Internetnutzer, der dies hier sieht, etwas Inhaltliches da auch noch mal nachhören möchte, kann er natürlich auch die Seiten von 2016, 15, 14, 13 und so weiter und so fort aufrufen. Dort sind ja diverse Reden drin. Und das Thema ist sozusagen immer ähnlich, aber mit unterschiedlichen Varianten. Und jetzt machen wir es so wie immer, wenn jemand aus der Runde noch zu Einzelaspekten da diesbezüglich was sagen möchte, kann er gern was sagen. Und ich hatte noch einen Einzelaspekt im Kopf. Das sind aber nach dem Motto, was wäre passiert, wenn? Weil ich habe mich natürlich sehr stark auch informiert über den Anteil der Roten Armee an der Befreiung unseres Landes. Und der ist sehr hoch. Der Krieg in der Sowjetunion hat 3,5 Jahre oder 3,75 Jahre hat er gedauert. Und heute durch die modernen Forschungen wissen wir, er hat 27 Millionen Opfer, vielleicht 28, man weiß das nicht so genau, Millionen Opfer in dieser Zeit. In 3,75 Jahren 27 bis 28 Millionen Opfer gefordert. Und das würdigen wir in unseren Reden eigentlich auch immer. Mir ist heute diesbezüglich durch den Kopf gegangen, dass die US-Armee im Zweiten Weltkrieg ihre größten Verluste hatte 1944 bei der Landung in der Normandie. Insgesamt gesehen waren die Verluste der US-Armee, so makaber sich das anhört, nicht viel mehr wie in ein, zwei Jahren an Todesunfällen im Straßenverkehr oder an sonstigen Unfällen mit Waffen in dem Land auch 2017 oder 2016 umkommen. Aber wir wollen das nicht herabwürdigen, sondern sagen, die haben also dort die meisten Verluste gehabt bei der Landung in der Normandie. Mir ist heute durch den Kopf gegangen, wenn diese Landung nicht geglückt wäre, die Wehrmacht hätte die US-Armee und die britische Armee sozusagen zurückgeschlagen, dann wäre es im weiteren Verlauf dieses Krieges vielleicht zu einem Szenario gekommen, das wir uns so gar nicht vorstellen möchten. Und jetzt lassen wir erst nochmal die Feuerwehr vorbei. Also ein Szenario, das wir uns gar nicht weiter vorstellen möchten, weil es so schrecklich ist. Es hätte also sein können, dass die erste Atombombe, die ja auf Hiroshima gefallen ist, wie wir wissen, dass in der Folge dieses Krieges vielleicht die erste Atombombe auf Berlin abgeworfen worden wäre. Das wäre zumindest mal im Bereich des Möglichen gewesen, wenn es zu dieser Landung nicht gekommen wäre in der Normandie. Und das ist also eine ganz schreckliche Vorstellung. Die habe ich auch ehrlich gesagt zum ersten Mal, wenn ich mal über diese Zeit gesprochen habe, habe ich mir das zum ersten Mal mal ausgemalt, was das sozusagen auch für die nachfolgenden Generationen bedeutet hätte. So, jetzt bin ich noch gebeten worden, was zur aktuellen Kriegsgefahr zu sagen.
Ja, das kommt relativ spontan jetzt. Ich will nur einen ganz kleinen Aspekt rausholen und was zu Syrien dann sagen. Also, die letzte Konferenz, die es da gegeben hat zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, hat ja nun Sicherheitszonen in Syrien ergeben. Und das ist zwar kritisch, aber von der Tendenz her positiv aufgenommen worden in der Welt und in der UNO. Und was ich dort bemerkenswert in diesem Zusammenhang fand, dass sie gesagt haben, dort wird es Flugverbotszonen geben. Und diese Flugverbotszonen, die wird sich auch erstrecken auf die US-Armee. In der Folge bin ich mal gespannt, wir haben heute den 8. Mai 2017, was in den nächsten Wochen und Monaten diesbezüglich noch passiert, ob sich daran gehalten wird oder nicht. Das und auch andere Brandherde, sage ich mal, gegenwärtig auf der Welt, halte ich für sehr gefährlich und sage deswegen ganz allgemein, dass die Friedensfreunde, die ja das ganze Jahr über aktiv sind, gut daran tun, wachsam zu bleiben und zu protestieren und Flagge zu zeigen. Und wir hoffen, dass sich den Friedensfreunden noch sehr viel mehr Menschen anschließen und das nicht nur in Krisenzeiten. Ja, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte direkt anschließen an das, was Gerd gesagt hat, gerade zuletzt, weil das war auch meine Idee. Die Welt ist in Unordnung und alles hängt mit allem zusammen. Ist ein berühmter Satz von Michael Lüders, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist dieser Nahost-Experte, du kennst ihn mit Sicherheit. Also ich habe jetzt die eineinhalb Bücher gelesen und das ist die Geschichte praktisch des Kolonialismus und des Imperialismus, angefangen mit Mossadegh oder Mossadegh im Iran, der ein linksgerichteter demokratischer Politiker gewählt worden ist, nachher zum Hitler erklärt worden, genauso wie Saddam Hussein. Immer wenn es den Imperialisten in Kram passen, dann alles neue Hitler. Aber es hat natürlich ganz andere Hintergründe. Es geht immer um Extraprofite, es geht immer um Rohstoffe. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Kapitalismus kann nur immer nur über Wachstum funktionieren, der auch gar nicht mehr ankommt. Aber dafür brauchen wir Rohstoffe, dann sind geostrategische Interessen entscheidend. Und das bringt einfach diese ganzen Konflikte mit sich. Sowohl in den Ländern eine neoliberale Politik, was die Menschen ärmer macht. Und dann natürlich auch die ungerechte Weltwirtschaftsordnung, bedingt durch diese ganzen Umstände, die ja letztendlich die Länder verarmen lässt. Nur eine kleine Machtelite profitiert davon. Und dann putscht man die Machtelite, die man vorher an die Macht gebracht hat, die putscht man dann weg. Man zieht sich die Dschihadisten. Und deswegen will ich eigentlich in so einer Zuspitzung sagen, ich will nicht sagen, dass wir einen dritten Weltkrieg haben, aber wir gehen in diese Richtung. Und wenn ein Trump so weitermacht, das ist ja auch eben gesagt worden, dann ist das schon sehr bedenklich. Und wenn Macron gestern nicht gewonnen hätte, dann wäre Marine Le Pen. Wenn die dran gekommen wäre, wäre Europa einiges anders geworden. Wobei ich kritisch zu Europa eingestellt bin. Wir haben ja bei den Grünen mal vor Jahrzehnten gesagt, wir sind für Europa, gegen ein Europa der Konzerne. Und genau darum geht es, dass wir nicht immer mehr Vermachtung kriegen, dass die Konzerne und die Banken nicht immer mächtiger werden und immer mehr die Richtung bestimmen, dann die EU-Bürokratie, die ja auch sehr anonym ist und die über die Köpfe der Leute hinweg Politik macht. Daher kommt ja auch der Verdruss. Und wenn der kleine Mann dann natürlich merkt, dass einiges nicht mehr so stimmt, dann wählen sie halt eben die falschen Parteien. Der Schuss, der momentan nach rechts geht, der hätte eigentlich nach links gehen müssen. Danke. Das kann ich schön für die Kamera. Schreibt von.
nicht wunderbar. Wir gedenken heute am 8. Mai der Opfer des Faschismus. Viel wird vergessen, dass bei den Opfern des Faschismus auch jede Menge verschiedene Gruppen aus unserer Gesellschaft betroffen waren. Zum einen waren es, wie alle wissen, die Juden, die Sinti und Roma. Was wir schon wieder weniger wissen, dass dort auch viele behinderte Menschen betroffen waren, die in Hadamar zum Beispiel vergast worden sind. Und was auch weniger bekannt ist, Sozialdemokraten, und was verschwiegen wird, die vielen Kommunisten, die im KZ gestorben sind. Momentan sehe ich in Europa eine Gefahr auf Lamm des Nationalismus, der zwangsläufig eigentlich immer im Faschismus endet. Wir gucken nach Frankreich mit Le Pen, die immerhin 35% der Wähler hinter sich bekommen hat gestern. Wir gucken nach Deutschland, wir sehen eine AfD, die als national bezeichnet wird, aber extrem faschistische Tendenzen hat. Wir sehen Länder in Europa, wo der Faschismus schon zum Teil reagiert. Zumindest als extremer Nationalismus. Ungarn, Polen, nur um zwei Beispiele zu nennen. In der Türkei ist dabei, sich ein Staatssystem aufzubauen, was weit entfernt von Demokratie ist, also im Nationalismus, enden wird. Viele von uns sehen auch nicht, dass die NATO, zu der Deutschland ja auch gehört, inzwischen wieder in der Ukraine stehen. Einem Land, was nicht zur NATO gehört, wird wieder eine Grenze nach Russland gezogen. Die Soldaten stehen momentan inzwischen näher an Moskau, wie die Hitler-Wehrmacht je gestanden hat. Die Gefahr, die daraus resultiert, wird bei uns totgeschwiegen oder kleingeredet. Deswegen fordere ich auch wieder alle auf, beteiligt euch dieses Jahr an den ganzen Kundgebungen, Demonstrationen, Veranstaltungen, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben zum Thema Krieg. In Ramstein im Herbst, in Büchel, das den ganzen Sommer über. Ich bitte euch, daran teilzunehmen. Denkt daran, was einmal passiert ist. Es kann jederzeit wieder passieren, wenn wir nicht Acht geben. Ja, ich möchte euch aus einer Sammlung des Rezitators Lutz Görner Beiträge von Dichtern vortragen, die Bertolt Brecht als die Vergessenen bezeichnet hat. Wir sagen heute vielfach die verbrannten Dichter. Die verbrannten Dichter, das sind die Dichter, die in den Gefängnissen und KZs gefangen und getötet wurden. Das sind die Dichter, die ins Exil gejagt wurden und dort in der Ferne versuchten, am Leben zu bleiben. Das sind die Dichter, die im Widerstand kämpften, selten erfolgreich, meist unter großen Entbehrungen und manchmal sich auch das Leben nahmen. Anfangen möchte ich mit einem Gedicht des Österreichers Erich Fried. Wenn ich eines Tages doch nach Hause kehr, steht in meiner Straße kein Haus mehr. Frag ich, wo ich meine Lieben finden kann, sehen mich alle Leute erstaunt an. Suche ich auf dem Friedhof, Reihen auf, Reihen ab, steht auf jedem Steine Massengrab. Werd den ersten Abend kalt und sehr allein, zwischen Schutt und Asche zu Hause sein. Freunde und Soldaten, wer hat das getan? Das waren eure Taten. Blickt euch selber an. Erich Fried hat sich als 16-Jähriger von Wien nach London durchgeschlagen und hat überlebt. Anders als sein Vater, der bei einem Gestapo-Verhör erschlagen wurde. Anders als zum Beispiel Ferdinand Hadekopf, ein verzweifelter Dichter, der kurz vor seinem Selbstmord einem Freund schrieb: Erlauben Sie, dass ich still bin. Viele haben sich damals im Exil und in der Heimat das Leben genommen, das so hoffnungslos und ohne Sinn zu sein schien. Walter Hasenclever, der Dramatiker, der wie der Lyriker und Kunsthistoriker Karl Einstein das menschenunwürdige Leben in den französischen Internierungslagern nicht mehr ertragen konnte. Salomo Friedländer, der sich Mynona nannte. Ernst Weiß,
Rahel Sanzara, Franz Hessel, Walter Benjamin, dem es nicht gelang, in den Pyrenäen über die spanische Grenze zu gelangen, um Lissabon zu erreichen und damit ein Schiff in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dann Kurt Tucholsky, der sein Leben in Schweden ein Ende machte und der schon vor der Machtübergabe an die Nazis nichts mehr veröffentlichte, weil er meinte, so tief kann man gar nicht schießen. Und dem, wie Karl Graus, zu Hitler einfach nichts mehr einfiel. Dann der Verfasser einer Kulturgeschichte, der Wiener Egon Friedell, der aus dem Fenster sprang, als SS-Schergen an seine Haustür klopften. Paul Kornfeld, Klaus Mann, der 21-jährige Eugen Gottlieb Winkler, Josef Roth, Willi Münzenberg, Balder Olden, Ernst Toller, Stefan Zweig und viele andere. Von Alfred Kerr, dem berühmten Theaterkritiker des Berlins der 20er Jahre, stammt der Gedichtstitel Die Illegalen. Die Welt erfährt kaum, wie sie hießen. Sie schweben dahin, dunkel und licht. Man will den Hut vom Kopfe reißen. Sie tausendmal grüßen, sie sehen es nicht. Sie schreiten und gleiten, Stürme tosen. Manchen packt es, er lebt nicht mehr. Doch lebt der Bund der Namenlosen, das unsichtbare Helferheer. Die Folter droht, die Qual ist bitter. Der Kampf geht weiter unbeirrt. Sie sind die Heiligen und die Ritter des Menschenreichs, das kommen wird. Uns ist die Heimat tief entehrt. Längst hat sich mancher abgekehrt. Wir sind Verbannte, Leiterkorene. Ein Land erstirbt, ein Traum zerstiebt. Ihr aber seid das Unverlorene, was wir an Deutschland einst geliebt. Alfred Kerr ist 1867 in Breslau geboren und hat in den vielen Funktionen vom Ausland her gegen Faschismus gearbeitet. Von 1941 bis 1947 war er Vorsitzender des PEN-Zentrums deutscher Exilautoren und ist am Tag seiner Rückkehr nach Deutschland, am 12. Oktober 1948, im Hamburger Hafen vor Freude und Aufregung, wieder deutschen Boden unter den Füßen zu haben, an einem Schlaganfall gestorben. In den letzten Kriegstagen gestorben ist Albrecht Haushofer am 23. April 1945, also ganz kurz vor Ende, wurde er im Gefängnis von Moabit erschossen. Haushofers Vater war ein hoher Nazi. Er war Professor, Erfinder der Geopolitik, die Hitlers Volk ohne Raumphrasen wissenschaftlich begründen sollte. Nun, der Sohn, also Albrecht Haushofer, er war Privatdozent in Berlin, versuchte den Nazis entgegenzuwirken. Und so wurde er 1941 und erneut 1944 verhaftet und dann am 23. April 1945 erschossen. Denn da rückten die sowjetischen Armeen auf Berlin vor und so wurden massenhaft Gefangene getötet. Man trieb sie zusammen und schoss blindlings auf sie, solange bis sich niemand mehr rührte. Bei der Massenerschießung, der Haushofer im Moabiter Gefängnishof zum Opfer fiel, überlebte wie durch ein Wunder ein Gefangener, der wusste, dass Haushofer Manuskripte in seiner Jacke eingenäht hatte. Und so fand man ein zerschossenes, blutverschmiertes, zwölfseitiges DIN A4 großes Heft, die Moabiter Sonette, aus dem ich nun den ersten Beitrag vorlese. In Fesseln. Für den, der nächtlich in ihr schlafen soll. So kahl die Zelle schien, doch reich an Leben, sind ihre Wände, Schuld und Schicksal weben, mit grauen Schleiern ihr Gewölbe voll. Von allem Leid, das diesen Bau erfüllt, ist unter Mauerwerk und Eisengittern ein Hauch lebendig, ein geheimes Zittern, das andere Menschen tiefe Not enthüllt. Ich bin der Erste nicht in diesem Raum, in dessen Handgelenk die Fessel schneidet, an dessen Kram sich fremder Wille weidet. Der Schlaf wird wachen, wie das wachen Traum. Indem ich lausche, spüre ich durch die Wände das Beben vieler brüderlicher Hände. Vielen Dank. Leute, macht's gut.